Da sind wir wieder in Pac-Man World Repack, Episode 2-3, Anubis Rex, oder Anubis Rex, wie auch immer. Ja, mich freut es natürlich sehr, dass euch die Pac-Man-Folgen sehr gefallen. Das kam auch sehr überraschend, aber ich muss auch sagen, Pac-Man ist auch ein cooles Spiel, wow! Und das haben wir noch nicht gesehen. Wir sehen das Level aus der Sicht dieser Mumie, die uns hier verfolgt quasi. Ah! Aua! Da war ich zu langsam. Da muss ich mich mehr beeilen. Das kriege ich nicht mehr. Okay. Brauche ich das? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich die Sachen brauche. Aber ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich hoffe nicht. Aua! Krieg ich ein paar Leben irgendwo? Ah! Okay. Oh! Wir sind schon bei einem Bosskampf. Okay, Checkpoints. Was muss gemacht werden? Diese große Affenstatue oder was auch immer das darstellen soll. Blockiert den Weg! Und das bist wahrscheinlich du schuld. Was hat er mit dem Kristall vor? Er erweckt ihn zum Leben. Anubis! Ich glaube, der will den Ball auf uns schmeißen, oder? Ach, können wir hier rennen? Ja! Ah! Ja, wir können hier rennen. Okay, die habe ich schon. Die habe ich auch schon. Muss man die einmal betätigen, oder wie? Okay. Ja. Und jetzt? Aua! Okay, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich bin aber leider fast down. Muss ich hier länger rennen? Ah ja, schaut mal unten. Schaut mal unten, das ist gelb. Ja, jetzt ist das Gelbe weg. Und ich bin auch weg. Tschüss. Okay, aber das war auch nicht sehr gut, der Run. Ich hatte ja von Anfang an nur 2 Leben. Wegen gerade. Deshalb fand ich es auch nicht so fair. Drüber springen. Okay, okay. Den wegmachen. Das esse ich alles, weil ich habe Hunger. Pac-Man kann nur wirklich gut arbeiten, wenn er auch Essen bekommt. Ja, also falls ihr Pac-Man einstellen wollt, seid euch sicher, ihr braucht ganz viel Essen. So, mein Freund. Bam! Er hat 4 Leben, das heißt, wir müssen das gleiche viermal machen. Gehe ich mal von aus. Oh nein. Da frisst er ein bisschen den Boden weg. Boah. Ich mach's aber auch wirklich immer im letzten Moment, oder? Aber sind wir tatsächlich vielleicht sogar schon durch mit dieser Welt? Ich dachte, es gibt noch ein weiteres Level. Scheinbar aber nicht, weil hier ist schon der Boss. Okay, schön, dass die Gegner mal weg sind. Bam! Weil das wäre sehr nervig, wenn die noch da wären. So, Hälfte weg. Er macht immer mehr den Boden kaputt. Aber das soll uns bloß nicht aufhalten. Nur keine Ahnung, was. Aua, was das jetzt war? Dieses Tornado-Ding. Ich glaube, wenn wir in die Lava fliegen, sind wir sofort tot. Deshalb ist der Boss schon schwieriger als der letzte. Definitiv. Ja! Sehr gut. Ich habe es einfach riskiert. Und es hat sich gelohnt. Letztes Leben. Jetzt müssen wir definitiv über manche rüberspringen. Zum Beispiel hier. Was zum... Was ist das? Laserstrahl. Okay, dann mach ruhig deinen Laserstrahl. Ah. Okay. Oh nein. Oh nein, das sieht sehr schlecht aus, Leute. Dabei ist er doch fast tot. Oh mein Gott. Mein Stick driftet. Ich hab's euch ja schon mal gesagt, glaube ich, in der ersten Folge, dass das manchmal sein kann. Nicht, dass das Ding dürfte, sondern dass mein Controller desinkt. Und das ist gerade passiert. Ich muss wirklich alles von vorne? Eieiei, der ist echt nicht gnädig, der Boss. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn er nur noch ein Leben hat. Okay, da bin ich wieder beim letzten Leben. Und ich habe gemerkt, dass wir den Flutter-Jump gar nicht wirklich viel benutzen. Und ich glaube, der wäre hier tatsächlich
ganz nützlich. Hä? Was zum... Okay, bitte funktionier jetzt richtig. Was muss ich machen? Ich schätze mal, ich soll die ganze Zeit mich bewegen. Oh mein Gott, als ob jetzt wieder mein Controller driftet. Ach nee, also nicht driftet, aber der Delay. Okay, hier habe ich gemerkt. Einfach im Kreis. Ich habe nur noch ein Leben, ne? Das schaffe ich nicht. Aber eins habe ich zumindest aufgekriegt. Was macht er? Oh! Wie lebe ich noch? Ich verstehe diesen Angriff nicht! Wie weiche ich dem aus? Okay, ich gehe mal jetzt irgendwie davon aus, dass ich mich mindestens einmal hier treffen lassen muss. Deshalb habe ich jetzt einen Try hier, wo ich noch genügend Leben habe, um mich treffen zu lassen. Theoretisch. Eins. Krieg ich. Zwei. Oh Gott. Strampel. Daneben. Oh, haha! Daneben! Der Gegner. Hau ab! Hä? Nimm mich an! Genug von Magma. Ne, genug von Anubis. Wow, dieser Boss war echt schwer. Ich habe wirklich sehr lang für diesen Boss gebraucht. Und dafür werde ich zumindest ein wenig belohnt. Lecker. Wow, also den Boss möchte ich wirklich nicht mehr nochmal machen. Das war wirklich nicht einfach. Jetzt können wir unsere Wut, unsere Frustration ein bisschen rauslassen beim Casino. Ne, ich skill das natürlich alles. Aber war das jetzt wirklich diese Welt schon? Tatsache, das war's irgendwie schon. Oder Moment mal. Lass mich mal schauen, wo ist denn hier? Ich muss mir erstmal ein bisschen umgucken, damit ich weiß, wo ich überhaupt bin. Aber doch, oben steht Krone. Aber wir haben nur zwei Level hier gemacht. Okay, dann hat diese Welt anscheinend wenige Level. Genau, hier. Hier gab es das Schild. Das soll ich mal anschauen. Okay. Interessant. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal die Wirrwald-Level aus den Ruinen. Beziehungsweise aus der Ruinenwelt. Und danach gehen wir in die neue Welt. Ich habe schon gesehen, die neue Welt hat was mit Weltraum zu tun. Und ich meine, Weltraum ist ja schon ganz cool. So, das ist zumindest schön zum Abregen. Weil glaubt mir, ich saß gerade wirklich lange an diesem Boss. Waka. Am besten hier durch, damit ich hier nicht gleich nochmal durch muss. Aber auf der anderen Seite muss ich nochmal durch. Okay, dann ist das so. Das sieht gerade nicht gut aus für mich. Aber jetzt kann ich mich wehren. Waka. Norm. Und das sollte alles gewesen sein. Ja. Yay! Wunderbar. Für die, die es übrigens nicht wissen, man kann auf die Timestamps drücken bei YouTube. Und falls ihr diese Wirrwald-Level langweilig findet, könnt ihr sie auch einfach überspringen. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, wenn ihr das Spiel selber spielt, sondern ich meine, wenn ihr das Video schaut. Gibt da diese Funktion, dass man Kapitel überspringen kann, deshalb. Aber ich muss wirklich sagen, klar ist ja nicht so viel Action wie zum Beispiel in einem richtigen Level, ne? Du erkundest dich viel, bist einfach nur so einen großen Wald und sammelst halt deine ganzen
Punkte, aber ja, da war ich jetzt gecornert. Was sollte ich da machen? Aber um ganz ehrlich zu sein, ich finde das hier nicht langweilig. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber da sieht natürlich jeder anders. Yay! Außerdem sind die ja eigentlich ziemlich schnell fertig gemacht. Eins fehlt noch und das ist Stage 3. Ich weiß auch, dass sehr viele Leute meine Videos im Hintergrund schauen, während sie zum Beispiel was zocken oder so. Und ganz ehrlich, mache ich selber. Also nicht meinen eigenen, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ich gucke selber auch Videos so, während ich irgendwie an irgendwas arbeite oder einfach genüsslich irgendwas am Zocken bin oder am Essen bin. Das ist chillig. So, ich muss aufpassen. Hier sind überall Geister. Oh, den krieg ich, den krieg ich. Yes. Okay, jetzt gehe ich mit dieser Pille in die Mitte. Wenn das noch reicht, komm schon. Ja, das reicht noch. Okay, und das war dieses Labyrinth. Haha. Der wollte es mir wegschnappen. Daneben. Da guck ich nicht mal mehr an. Er ist so enttäuscht von sich. Irrgartengebiet. Ja, so heißt das richtig. Alright. Damit gehen wir dann auf zur Weltraumwelt. Gebiet Weltraum. Man kann auch tatsächlich schon gucken, wie viele Türen es hier gibt. Okay, hier sind 4 Türen. Wahrscheinlich dann 4 Level. Aber wirklich, warum war denn diese eine Welt so kurz? Egal. Auf zu 3-1, Episode Weltraumraser. Bum, bum, bum. Hä? Was ist denn hier los? Mach mal auf! Boing! Okay, Leben, obwohl man ganz am Anfang des Levels ist, da braucht man eigentlich noch gar kein Leben. Aber okay. Na gut, die können einen wehtun, das stimmt schon. Hier haben wir das P! Das war ja wirklich einfach bisher, oder? Waka waka! Und waka waka! Aua! Verschwinde! Hä? Ah, ich kann ihn nur angreifen, während der seinen Angriff nicht macht. Oh Gott, das war knapp. Schön. Ja. Erstmal machen lassen und dann angreifen. Richtig. Okay. Ah! Von wo kam das denn? Das kommt aus dem Nichts. Okay, aber zumindest den Checkpoint, falls ich down gehe. Und so langsam gehen mir tatsächlich auch die Leben aus. Ich meine, okay, es lag am Boss. Da muss ich euch nichts vormachen, das lag am Boss, das wisst ihr alle. Aber... trotzdem muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. War klar, dass hier oben was war, oder? Das war so klar. Warum sonst könnte man hier hochgehen? Lecker. Oh Gott, den kann ich nicht kaputt machen. Aua. Da brauche ich Metal Pac-Man für. Der macht hier Bam Bam. Und sammelt nebenbei. Ja, nebenbei noch ein paar Sachen ein. Foodie. Also ganz viele Fruits einsammeln. Oh, wo ist die Kirsche? Ja, okay, das war fies platziert. Der Laser war wirklich sehr fies platziert. Okay, mir fehlen mehrere Sachen. Damit komme ich zwar wieder zurück, aber die Kirsche habe ich immer noch nicht. Nee. Wo war die Kirsche? Wahrscheinlich ist sie hier. Ich muss erstmal nach oben. Ja, ich sehe sie. Hab sie. Schmeckt sie? Ja. Nein. Mist. Aber sie bleibt ja eingesammelt. Man respawnt ja einfach nur. Von daher. Ach stimmt, ich kann ja auch noch werfen. Ich kann ja auch noch meine Punkte werfen. Habe ich ja komplett vergessen. Also das ohne Witz habe ich wirklich vergessen. Okay. Oh, ja, falsches Timing. Oh Gott, ich bin zu voreilig. Es tut mir leid. Ich möchte schnell weiter. Okay, einfach runter. Einfach schnell runter. Und wir machen Bonus-Labyrinth-Level.
Los geht's! Oh nein, ich muss hier mit diesen Lasern arbeiten. Okay, aber ich muss mit denen nicht arbeiten, während ich riesig bin. Immerhin. Wacka wacka wacka. Unendliche Kraft. Aber nicht mehr verlangen. Ja, aber ich würde sagen, ich mache gerade ziemlich gut. Wie sieht das aus, dass das hier überall ist? Wer wird noch gefressen? Und da hole ich noch schnell rüber. Boah. Drunter. Oder. Ran vorbei. Ja. Okay, sah schwierig aus. Aber die Power Pearls waren sehr OP. Aufgepasst. Ja. Okay. Okay, danke. Dankeschön. Was ist denn das hier? Okay. Jetzt wird das Spiel aber langsam schwierig, oder? Okay, an der Zeit kippen die um und dann kann ich drüber. Alles klar. Unten ist nichts mehr. Ich hoffe. Hallo? Okay, anscheinend ist das kein Transportmittel, sondern nur eine Plattform. Das hat irgendwas aktiviert. Weiß noch nicht was. Ach, das deaktiviert das. Damit ich da ganz schnell hoch komme für das M. Eieiei. Ich lasse mich aber von allem treffen, oder? Bam. Frage an euch eigentlich. Spielt ihr mit einfachem Modus? Oder würdet ihr sagen, nee, der einfache Modus, der ist mir zu einfach. Ne? Das würde mich mal interessieren, wieso die meisten Leute spielen. Waka waka waka. Aufgepasst. Okay. Das R nehmen wir mit. Und die Kiste auf. Ding. Das Essen ist da. Ding ding. Ah, die kippen. Wow. Okay, ich bin einfach nur gerannt. Mehr nicht. Ich dachte mir schon, warum ist da ein zweiter? Warum sollte man zurückgehen wollen? Okay, das gleich nochmal. Wie das aber auch funktioniert, finde ich krass. Okay, und das gleich nochmal. Noch diesmal müssen wir alles einsammeln. Aua. Ich traue es mir nicht. Ich will lieber alles einsammeln. Hey. Jetzt geht weg. Okay. Hier muss ich geduldig sein. Bleib einfach. Okay, hier brauche ich einen Schalter für. Du bist wahrscheinlich der Schalter, oder? Ja. Du bist der Schalter. Unten war noch was, oder? Oder? Ich guck nach. Ja. Wie die tanzen, wenn die mich besiegen. Ach nö, warum bin ich jetzt wieder hier? Und warum treffen die mich auf einmal? Vorhin haben sie mich nicht getroffen. Betrug! Bam! Powerpill, Powerpill! Powerpill! Wacka, 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 wacka! Bitte, bitte, bitte. Abgeschlossen! Und da wollen wir rein. Ah doch, haben wir. Oder? Ja, doch. Okay, damit haben wir alles und sollten somit nun das Ende erreichen hier irgendwo. Hier links sollte das Ende sein. Tatsache. Hiya. Achso, geht das nur mit der Stampfattacke? Ja. Okay. Jetzt sehen wir die neuen Bonus-Stage aus dieser Welt. Dann zeig doch mal, was diese Bonus-Stage drauf hat. Oh Gott. Ich glaube, mir gefällt die Bonus-Stage nicht. Okay, ich habe hier unten alles. Okay, ich glaube nicht, dass ich die schaffen werde. Hier komme ich hoch. Ich weiß nicht, ob man noch nach unten kann. Oh Gott, nee, kann man nicht. Aber hier ist noch einiges zum Sammeln. Heilige. Schnell, schnell, schnell. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, 50 Sekunden. Das könnte noch funktionieren. Könnte, sage ich. Ja, oh Gott, aber nicht so.
Nicht so. Oder, oder? War das alles? Das war alles. Tatsächlich doch geschafft. Wow. Hätte ich nicht erwartet. Okay. Das sah schwierig aus, aber war tatsächlich einfach, wenn man sich konzentriert. Pac-Man wartet nur, bis er endlich Sachen werfen darf. Und wir werfen alles, was wir haben. So eine Musik würde ich mal in einem echten Casino hören wollen. Also nicht, dass ich zum echten Casino gehen würde, aber... Nö, in der Theorie, meine ich, würde ich sowas gerne hören. Okay, ich würde sagen, wir haben noch genug Zeit für ein Level, oder? Weit draußen. Ja, wir wollen jetzt leider draußen gehen, Leute. Ein bisschen frische Luft schnappen, auch wenn es super warm ist. Weit draußen und schaut mal! Hier können wir nicht nur einen Schlüssel finden, sondern auch einen Kumpel. Ich würde mal sagen, das ist schon so ein Ziel, was man anstreben kann. So in jeder Folge, die ich mache, einen Freund retten von Pac-Man. Oh Gott, das ist eine Veräppelkiste. Da ist nichts Tolles drin. Nur ein paar Punkte, die ich werfen kann. Ah, so soll man die eigentlich ausschalten. Man soll diese Punkte gegen... Aua. Gegen sie werfen. Okay. Ja, ich benutze das nicht wirklich oft. Vielleicht sollte ich es öfter benutzen. Kann sein. Aua. Aber tue ich irgendwie nicht. Aber können wir mal kurz über die Musik reden? Die ist echt schön. Oh. Der war cool, oder? Ich denke aber, das ist, hat so Eisphysik, aber hat das nicht. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Checkpoint! Hier ist noch was? Ja, hier ist noch was. Ein Pac-Man-Symbol. Aua! Denkst du, bist cool, ne? Hey. Miam. 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 Wow. Hier können wir uns wieder heilen. Und hier geht's hoch. Gerade geheilt! Was soll denn das? Bong. Und knappes Ding, knappe Sache. Leider haben wir das noch nicht. Nee, das haben wir leider noch nicht. Aber den kriegen wir ja bestimmt irgendwo. Oh nee, ich möchte keine. Was sind das? Feuerbälle, Meteoriten, was auch immer wir sehen. Und Alien haben wir gerade gesehen. Aber Alien möchte ich auf jeden Fall nicht mehr sehen. Ich habe genug gesehen beim Boss. Das war natürlich taktisch, dass ich da runtergesprungen bin, damit ich sofort hier lande. Das war natürlich alles geplant, ne? Offensichtlicherweise, ne? Klar, klar. Und da sind wir wieder im Space. Und hier sind wir wieder im Space Theming. Ja, damit habe ich verloren. Ah, nee, ein Leben habe ich noch. Letztes Leben, Freunde. Ja, sorry, das war gerade echt Epic Fail. Okay, unten links sehe ich zumindest, wie viel ich noch einsammeln brauche. Ich gehe mal hier unten lang, damit ich hier unten alles sah, weil dieser Ort hier ist mir am gefährlichsten und ich vertraue diesem Ort nicht. Komm, mach. Okay, okay. Okay, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Ich hole euch schnell da oben. Okay, ich hole euch schnell das Ding. Wagga, 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 wagga. No. Mehr fehlt nicht mehr. Fehlt nicht mehr. Yes! Boah, das war echt knapp. Ich hab wirklich erwartet, dass ich das verliere. Okay, ist aber natürlich besser, wenn ich es nicht verliere, ne? Boah, den Jump schafft man. Ich hab's einfach riskiert, einfach gewagt. Just do it! Just do it! Aber das Level geht noch sehr lange, deshalb wundert mich, dass jetzt schon das Labyrinth kam. Weil entweder ich habe irgendwas verpasst, oder wir kommen erst jetzt beim A an. Beim allerersten A. Muss ich aufpassen. Warte, hier ist was. Wo ist denn das A? Aber ohne Witz. Ich wundere mich wirklich, wo das A ist.
Mist, ich bin zu voreilig. Ey! Das war aber jetzt gemein. Okay. Schnell hier rein. Eine Münze. Was zum... Okay, das war unlucky. Ich bin wirklich zu schnell. Sorry. Ja, wir sind tatsächlich erst beim A. Jetzt erst sind wir beim A. Und ich bin jetzt schon wieder fast tot. Okay. Ach, Mann. Ich war schon fast ganz oben und dann wurde ich noch getroffen. Das gibt's doch nicht. Wie hat mich das jetzt... Oh Gott, warte. Oh, hier geht's... Oh nein, hier geht's weiter. Verdammt, aber hier gab's doch noch einiges. Okay, heute sterbe ich aber sehr oft. Nein. Nein. Sag mal, bin ich schon so oft gestorben? Also heute habe ich so viele Deaths wie noch nie. Okay, vielleicht muss ich tatsächlich erstmal nach ganz oben. Ich wollte nur runterspringen, weil ich dachte, ich habe da rechts noch einen Weg. Wisst ihr? Ist auch egal. Ah, wisst ihr was? Ja, genau das habe ich mir schon gedacht. Okay. Und jetzt den Fahrstuhl nochmal nach oben fahren. Ja, weil es ja noch nicht... Aber einmal noch nicht genug war. Müssen wir noch ein zweites, drittes, viertes... Wie oft mache ich das jetzt schon? Ist auch egal. Wir sind oben. Wir sind oben und können... Professor Peck befreien. Danke, Pac-Man. Ich warte weiter vorne auf dich. Okay, ciao. Er fliegt einfach weg. Wieso können wir das nicht? Wieso können wir nicht einfach wegfliegen? So richtig cool. Das ist aber unfair. Hallöchen. Achso, die kann man tatsächlich doch umstampfen, wenn man es richtig macht. Okay. Okay. Oh Gott, aber das Level geht noch sehr lang, ne? Wir haben jetzt schon unsere Freunde befreit, aber haben erst die Hälfte des Levels durch. Ah, ne. Hä? Das sind einfach zwei Buchstaben nebeneinander, wie es scheint. Oh Gott, wie mache ich das? Butt Bounce. Nee. Verdammt, da war der Checkpoint. Nein, sag mir nicht. Nein! Der Fahrstuhl schon wieder. Oh Mann, natürlich am Ende nochmal getroffen. Aber jetzt sag mal ehrlich, wie mache ich das? Mache ich denn das hier? Doch. Okay, also doch so, aber halt vorher nochmal. Okay, komisch. Okay, da solltet ihr auf jeden Fall ein paar Leben mitnehmen. Ihr kriegt man aber zumindest ein paar wieder zurück. Und die kriegen ein bisschen Leckerlis. Toll. Warum habe ich das Leckerlis genannt? Keine Ahnung. Hä? Wie soll man da dran kommen? Ah ja. Was zum... Okay. Ihr kennt mich. Ich hol alles. Wir machen nämlich, ich habe mich jetzt entschieden, wir machen ein 100% Let's Play und deshalb muss ich alles sammeln. Alles machen. Alles essen. Also nicht ihn als Punkt, aber... Das ist so Obst. Das ist schon ganz lecker. Was? Und jetzt? Was sehe ich da hinten? Okay. Ich habe das Gefühl, da muss ich... Ah, nee, warte, was? Hä? Ist da hinten was? Also, ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung. Bananas. Ich würde direkt hier verbraucht werden. Okay. Ist hier das Ende des Levels? Okay. Okay. Hier ist das Ende, oder? Ehrlich jetzt? Oh Gott. Okay. Oh, es bleibt aber alles. Wundert mich tatsächlich. Ah, okay, aber so nett sind sie immerhin. Immerhin. Nam, 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 nam. Oh, 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 aber es ist gleich vorbei. Alles ist vorbei.
Aber dann ist noch eins und das hätte ich gerne. Peace. Dankeschön. Dankeschön, meine Pack-Freunde. Ich hoffe, ihr seid meine Pack-Freunde. Ich hoffe, ihr seid auch meine Pack-Bonenten. Ja, ja. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Pac-Man World.